Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche. Dankeschön. Liebe Angela Merkel. Entschuldigung, aber wenn ich den Namen ausspreche, schlafe ich immer gleich ein. Sie beruhigt einfach so wunderbar unsere Baldrianskanzlerin und Meisterin der mentalen Massenhypnose. Und dafür möchten wir ihr danken. Sie ist die Göttin der Beständigkeit und des Stillstands. Gegen sie erscheint selbst Buddha wie ein ADHS-gestörter, adipöser Zappelphilipp. Nach 12 Jahren lauwarmer Mutti-Einlullung sind wir derart von einer sedierenden Scheißegaligkeit durchströmt und emotional durchgemerkelt. Wir merken überhaupt nicht mehr, was bei uns alles nicht passiert. Und selbst wenn dann einmal versehentlich irgendetwas geschieht, Energiewende, Atomausstieg, Mindestlohn, Ehe für alle, dann sind das ja noch nicht mal ihre eigenen Ideen, sondern welche, die sie vorher noch mit allen Mitteln zu verhindern versuchte. Ja, Angela Merkel ist wie der Kölner Dom. Sie steht seit Ewigkeiten nur herum, bewegt sich weniger als ein durchschnittlicher Kontinent, aber die Leute lieben sie. Und selbst die Gegner glauben inzwischen resigniert, dass man sie ja eh nicht umschubsen kann. Ja, clever. Aber was soll's, es läuft ja auch alles im Land. Wir haben eine theoretische Maut und sogar im Osten Internet. In Mecklenburg-Vorpommern kann man sich jetzt schon den Trailer der ersten Staffel Game of Thrones runterladen, ja? Also mit etwas Geduld natürlich, aber... Niemand von uns braucht alberne Impulse oder Visionen. Man kann einen Sportwagen auch mit Vollgas im Leerlauf fahren. Ja, dann hält er länger und es stimmen sogar die Abgaswerte. Und wozu erst bei so einem ermüdenden Wahlkampf überhaupt mitmachen, hä? Wer gar nicht erst mitdiskutiert, der kann auch nichts Falsches sagen. Ja, und machen wir uns nichts vor. Auch die nächsten 4 Jahre wird sich da nichts ändern. Denn wir alle lieben. Denn wir alle lieben die Lethargie, die uns als Leben verkauft wird. Dank Merkel wissen wir, Rückstand ist wie Fortschritt, nur andersrum. Und gibt es Probleme, dann hilft am besten immer noch die IAA-Strategie. Ignorieren, aussitzen, abperlen lassen. Regieren ohne Aufregung, ohne Motivation und ohne Puls. Die Flatline ist die Achterbahn der CDU. Und wir lernen, wenn man nur schnell genug stillsteht, dann sieht es fast so aus, als würde man sich bewegen. Ja. Danke, Angela Merkel, und gute Nacht.